Hallo Leute und willkommen zurück zu Mount & Blade with Fire and Sword. Ja, ich habe endlich herausgefunden, wo ich bessere Truppen herbekomme. Mehr oder weniger, hoffe ich zumindest. Kannst du mal mir ein bisschen was über dich erzählen? Hier, Stufe 12. 130 Feuerwaffen, das ist doch gut. Das ist wunderbar. Gesundheit 55 könnte besser sein. Was haben wir denn noch so? Schottischer, wie sieht's mit dir aus? Ah, der Schottische ist nicht so gut. Also die Deutschen sind besser als die Schotten. Muss ich mir merken. Habe ich noch irgendwelche Musketiere genommen? Geflügelter Husar. Mit dir würde ich gerne mal sprechen. Was hast du so für 60? Ja doch, geflügelter Husar und deutsche Musketiere, die sind gar nicht mal so schlecht. Dann bestelle ich mir doch gleich noch ein paar. Jetzt pass mal auf, ich hätte gern ein paar deutsche Musketiere. Zack. Noch ein paar geflügelte. Ach nee, die habe ich ja schon bestellt, ne? Tja, Schotten. Schotten hole ich mir nicht mehr. Die Linienkosaken. Die müsste ich doch eigentlich auch bekommen haben, oder? Lalalala. Ich hatte mir auf jeden Fall welche bestellt da. Ach so, das sind nur solche hier, okay. Polnische Reiter. Die geflügelten Husaren, die sind schön. Gut, okay. So viel dazu. Oh, und so viel zu meiner Kohle. Na, Glückwunsch. Da können wir gleich wieder handeln. Was will der denn schon wieder? Karl? Was du vorhast, ist eine Sauerei. Ah, nee, da gehe ich lieber hier rein. Und joa. Was mach ich denn jetzt? Am besten einfach mal eine Weile warten, ne? Verschwinde, Karl! Karl, der Blöde! Bürgermeister, handeln Karawane. 48er Mail. Will natürlich kein Mensch haben. 69er Bier. Wollen noch weniger. Okay, ich habe 34 Mannen. Ein kleiner, hübscher Trupp. Wer kämpft gegen wen? Ich will helfen. Ah, der Kampf ist schon vorbei. Prinzchen, hallo. Erstmal guten Tag gesagt, ne? Sicher ist sicher. So, ja, was mache ich denn jetzt mit meiner kleinen Armee? Ich brauche Kohle, verdammt. 30er Mehl. Nach Krakau. Bringt mir nicht viel ein, aber irgendwoher muss ich ja Geld bekommen. Und ich glaube nicht, dass ich mit meiner Truppe hier irgendwie eine Chance habe, ein Dorf zu überfallen, ohne selber der Gearschte zu sein, sozusagen. Aber wenigstens habe ich eine Truppe. Also könnte ich es ja zumindest mal probieren, ne? Wir machen das jetzt auch. Zack. Ich wette, das geht wieder schief. Bei meinem Glück, das ich immer habe, kommt garantiert kurz bevor ich fertig bin, irgendein Trupp vorbei. Los, 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 komm, 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 das schaffen wir, das schaffen wir. Los jetzt! Ja! 383 Taler und wieder jede Menge Zeug zum Verkaufen. Lalalalalalalala. Lalala. Oh, jetzt bin ich voll. So, ich danke euch für diese netten Waren. Ich bin da mal weg. Wo verkaufen wir denn den ganzen Schmodder? Ich würde sagen, wir reisen nach Krakau. Da gibt es doch sicherlich einen hübschen Marktplatz. Ich hasse das. Das muss ich ehrlich sagen. Ich hasse es, Dörfer zu überfallen. Das ist ehrlos. Das mag ich einfach nicht, aber man muss tun, was man tun muss. Ich brauche ja Geld. Ich kann es nicht ändern. Pferde. Oh, das ist natürlich gut. Mehl, Mehl, Mehl. Wolltuch, Datta, Kugeln. Salz, Salz. Das ist alles Salz. Nee, Mehl. Leder, Wolltuch, Wein behalten wir. Färbemittel, Flachsbündel. Noch mehr Flachs, Hanf, Datteln. Das ganze Zeug hier. Ah, jetzt habe ich Honig verkauft, ne? Naja, nicht so schlimm. Nehme ich mir noch ein Lastpferd mit. Wenn ich schon mal Kohle habe. Marktplatz, Waffenhändler. So.
Vielleicht so eine einfache Pistole hier. Ich bin ja immer mehr so der Pistolentyp. Chikan, für mich ist das ein Rabenschnabel. So. Nehme ich den noch mit. Okay, Stadtzentrum, Befehlshaber. Die Schotten wollten wir lassen. Gepanzerter Kosak. Pikenier. Dragoner. Das andere Zeug wollen wir nicht. So, jetzt müssen wir wieder warten, bis wir die mitnehmen können. Und in der Zeit machen wir was? Was wir machen, weiß ich nicht. Aber wir tun's. Können wir befördern eigentlich, wenn ich hier mal gerade so unterwegs bin? So, jetzt haben die alle erstmal wieder ordentliche Knallrohre bekommen von mir. Was ist das? Eine polnische. Schade, ich dachte, es wäre eine schwedische. Warschau. Ein bisschen handeln gefährlich. 27er Bier. Gefährliche Route gebe ich zu. Gefährliche Sache gebe ich zu. Kann mein Untergang sein, gebe ich zu. Aber nichtsdestotrotz tue ich, was ich kann. Und ich habe es gut gemacht. So, jetzt mal nach Krakau gucken, ob die schon fertig sind. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das dauert. Ah, hier steht noch nichts mit Rekrutieren. Dam, dam, da, dam, 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 dam. Ich würde sagen, wir warten hier einfach mal. Also ein, zwei Tage bin ich jetzt bestimmt schon unterwegs. Dann wäre das jetzt praktisch der dritte Tag, der anbricht, wenn es hier mal dunkel werden würde. Wer dunkel... Oh, es hört auf mich, yeah. Endlich mal jemand, der tut, was ich sag. So, das ist jetzt der dritte Tag. Können wir es abholen? Hä, wo bin ich denn hier gelandet? Ich glaube ja, wo es hackt. Jo, so 2 bis 3 Tage. Jetzt müsste ich eigentlich voll die tolle Truppe haben. 40 Mann nur. Na gut, die anderen habe ich ja jetzt später bestellt. Also werden die auch was länger brauchen. Da warten wir also nochmal ein bisschen ab. Aber das finde ich ganz gut, dass man sich hier so die Truppen in der Stadt kaufen kann. Das ist eine schöne Neuerung. Das gefällt mir. Was ist das halt? Es gibt einige Sachen, die sind besser als in Warband, finde ich. Und es gibt halt eben auch viele Sachen, die mir nicht so gut gefallen wie in Warband. Garnison. Na, kann ich noch nicht. Warten. Nur mit 40 Mann unterwegs sein, das ist mir zu wenig. Ich brauche mehr. Mehr gute Soldaten. Gebt mir die tapferen Recken. König Jan Kasimir sendet Botschaft, dass eure Teilnahme an seinem Feldzug wünscht. Ihr müsst mindestens 8 Soldaten mitbringen. Okay, am nächsten Morgen reiten wir los. Ich hoffe, wir kriegen noch ein paar Truppen dazu. Hoffentlich nehmen wir endlich mal was ein und ich bekomme wieder ein Lehen. Danke. Hey, der hat da gerade gesagt, was fertig ist. Und ich, Idiot, hab's nicht gelesen. Na gut, meldet euch beim Marschall. Bei Burg Ahlenstein. Vorwärtsreiter. 53 Mann habe ich. Klingt ganz vernünftig. Und wir können bestimmt auch einige befördern, oder? Oh, sieht doch ganz gut aus. Nochmal hier das Beste aus meinen Leuten rausholen. Wo ist der König? Wo ist der König? Prinz, Prinz, Obris, König Jan Kasimir. Der muss da irgendwo sein. Ja, wo seid denn ihr? Wow. Prinzen... Das da sieht sehr polnisch aus. Sehr königlich vor allem. So, Festung Kauen wollen wir uns zurückholen, ja? Ich bin dabei. Dam, 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 dam. Wollt ihr nicht kämpfen kommen?
lass mich in Ruhe. Du willst nur wieder irgendwelche komischen Aufgaben von mir, die ich nicht erledigen kann und auch nicht erledigen will. Lass mich in Ruhe, Kasimir. Es wird gekämpft. So, na dann wollen wir doch mal sehen, was wir so drauf haben, ne? Also meine Truppen bleiben ganz klar hier hinten stehen. Wow. Dam, dam, dabadam, dam, dam, dam. Na gut, die müssen doch mit angreifen. Hilft alles nichts. Wir müssen ja irgendwie mal nach vorne kommen. Oh, die gehen aber ran. Ich versuche mich erstmal bis zur Wand durchzuschlagen, dass ich gar nicht erst in denen ihre Schusslinie bin. Na, das war nichts. Zack, an den Schädel. Kommt schon. Jetzt wären ein paar Granaten ganz praktisch, aber sowas Tolles habe ich hier leider nicht. Verstärkung eingetroffen, das klingt auch schön. Ich bin der Pistolenpeter. Gibt es Feinde, über die ich Bescheid wissen sollte? Du zum Beispiel. Autsch! Nicht anlegen, du Schwein. Okay, los Jungs, los Jungs. Rüber, 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 rüber. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Aber ich bin kein besonders guter Soldat. Die halten ganz schön aus, du. Die halten aus. Und rein da. Oh, diese schön geflügelten Soldaten hier, du. Oh. Also Polen hat echt coole Soldaten, muss man sagen. Da habe ich was getroffen. Die halten aus. Aber naja, gut, ich habe nur eine billige Pistole. Oh oh. Ich helfe euch. Ich brauche gleich wieder Kugeln. Ich hoffe, hier liegen ein paar Leichen parat. Mann, 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 Mann. Verschwindet! Habt ihr Kugeln? Ich brauche Kugeln. Danke. La 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 la. Oh, da kommt schon wieder Verstärkung. Das ist aber nicht schön. Ah, die sind alle auf einem Haufen. Das wiederum ist sehr schön. Getroffen und plus 2 bekommen für Feuerwaffen. Nochmal aufgestiegen. Und nochmal. Läuft doch wunderbar. Oh shit. Ach, Verstärkung ist schon da. Wunderbar. Da, 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 da. Macht sie alle. Och, ist das spannend, Mensch. Zack. Na, das war gekonnt daneben. Das war auch gekonnt daneben. Aber ich glaube, ich habe hier einige mitgenommen in der Schlacht. War sicherlich ganz gut. Yeah! Auf jeden Fall habe ich viel getroffen und wir haben Festung Kauen eingenommen. So, mit wem darf ich sprechen? Vor allem erstmal mit dem König. Ein bisschen einschleimen. Nun ja, Lord Peter, ich vergesse nie, wie wir gemeinsam Festung Kauen fingen. Es ehrt mich, an eurer Seite gefochten zu haben. Einem Freiwilligen? Ne. So,
Der nächste. Ich will mich überall einschleimen. Überall. Wen nehmen wir noch? Nehmen wir mal den noch. Ach, der kennt mich noch nicht mal. Sowas aber auch. So, Leute. Festung Kauen ist eingenommen. Meine Armee ist etwas abgeschwächt. Ich habe nur noch 42 Mann. Aber wir sind weiterhin unterwegs mit dem König und ich hoffe ja ein bisschen, dass ich Wendau bekomme, dass ich die Festung bekomme. Daran wage ich gar nicht zu denken, das wird wohl nichts. Aber dieses kleine Dörfchen hier hinten, das wird auch was ganz Nettes für den Peter, oder nicht? Macht's gut.